Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem XXL Action Haul. Ja, die liebe Annika war ja so gut und war für mich shoppen im Action. Und ja, da sind einige Bilder bei rumgekommen, nämlich vier 40x60 Bilder und drei 30x40 Bilder. Und ja, die gucken wir uns jetzt alle an. Ich hole mir erstmal alles aus dem Karton raus. Ich wollte dieses Video ja schon mal drehen, dann ist aus diesem Video anstatt einem Action-Haul ein Überraschungsvideo geworden. Ich denke immer noch sehr, sehr freudig daran zurück. Und jetzt haben wir die nächste Woche oder das nächste Wochenende und ich habe endlich Zeit, hier den Rest abzudrehen und wir gucken uns an, was es so Schönes bei Action gab. Karton kommt runter, da wird garantiert dann ganz schnell Timmy drin sitzen. Und meiner, der liegt gerade in seinem Kuschel. Bettchen, was ich ihm zum Geburtstag geschenkt habe. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir fangen mit den 30x40 Bildern an. Das sind drei Stück. Und ja, das erste, was ich hier habe, ist dieses schöne Häuschen am See mit runden Steinchen. Ich glaube, da gibt es keine Sondersteinchen mit dazu, ne? Weil wenn runde Steinchen draufstehen, sind das Bilder ohne Sondersteinchen. Ist ja immer unterschiedlich. Manchmal hat man runde Steinchen. Ganz selten gibt es auch mal eckige Steinchen. Und dann gibt es Bilder, die haben Sondersteinchen mit dabei. Ja, und die wenigsten haben eigentlich keine mit dabei. Das ist jetzt eins ohne, aber das ist auch nicht so schlimm. Das ist ein Naturbild. Da finde ich das gar nicht so schlimm, wenn da keine Sondersteinchen mit dabei sind. Und ja, da haben wir unser Bildchen schon. So. Und wie gesagt, ich liebe diese Bilder vom Action. Also preis-leistungsmäßig finde ich die einfach nur Hammer. Die 30x40 Bilder haben 3,99 € gekostet. Und die 40x60 Bilder haben 4,99 € gekostet. Ja, so viel zu den Preisen. Ein Toolkit ist wieder mit dabei. Das ganz normale, wie wir es kennen, was ich schön finde, in einem Zipptütchen. Das heißt, das Tütchen kann man wiederverwenden. Mit doppeltem Wachs, einem grünen Standardschiffchen, was vorne zu ist, und unserem rosa Standardschiffchen. Stift reicht komplett aus. Bei mir geht es so, wie es ist, direkt an den Kindergarten weiter. Also jetzt nicht alles einzeln. Ich sammle das, hatte ich ja schon mal erzählt. Und ja, bei Action gibt es bei jedem Bild noch ein Zettelchen mit dazu. Auf mehreren Sprachen. Mach deine eigene Diamantmalerei. So, ne? Genau, das. Als Musterblatt ist dann unsere Leinwand gemeint. Auf den Tisch legen, die transparente Schutzfolie vorsichtig bei der Anfangsstelle entfernen, nicht die gesamte Schutzfolie abziehen, sonst dass sonst eine klebrige Unterlage entsteht. Finde ich sehr gut, dass es nicht, dass es mit draufsteht, ne? Weil viele, die am Anfang noch kein Diamond Painting gemacht haben, also das habe ich schon öfter gesehen, die ziehen die komplette Folie ab. Sollte man nicht tun, vor allen Dingen, wenn man dann den Fehler macht und macht die Folie mit der falschen Seite wieder drauf, dann kann es sein, dass die Folie ganz schwer wieder von der Klebefläche abgeht. Genau. Genau, der mitgelieferte Behälter kann zum Einlegen der Steine von einer Farbe verwendet werden. Also Behälter, damit ist das Schiffchen gemeint. Genau, anschließend das Stück Wachs nehmen und die Schutzfolie vom Wachs entfernen. Also ich finde, das ist alles sehr gut beschrieben. Hier gibt es auch ein paar schöne Tipps mit dazu. Man sieht das Bild nochmal, das finde ich ganz gut. Ich nehme das dann immer für mein Journal. Und ja, die Legende ist halt ein bisschen anders. Man hat auch keine Legende auf dem Bild mit dazu. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Dafür sind diese Bilder wirklich 30x40. Wir können das ja mal ausmessen. Ich habe hier mein Lineal, ne, das ist ja hier 30 und das ist genau 30 Zentimeter. Ne? Das heißt, 30 mal 40 ist in dem Fall nicht die Leinwand, sondern wirklich die zu paintende Fläche. Deswegen finde ich das auch sehr toll.
Klar, es ist ein bisschen pixelig, aber alleine das Motiv ist jetzt ein ganz einfaches, aber es spricht mich sehr an. Es ist halt einfach ein Häuschen in der Natur. Erinnert mich an meinen alten Garten. Wir haben hier einen kleinen See, in dem sich das Häuschen spiegelt. Wir hatten ja auch einen Weiher. Das war mal ganz schön. Ja. Auf jeden Fall spricht mich das sehr, sehr an. Ich liebe Naturbilder und es ist einfach sehr toll. Ich zeige euch mal den Druck. Der Druck hat mich bei den Actionbildern bisher immer, immer zufriedengestellt. Finde ich sehr, sehr schön und ja, mir gefallen einfach die Farben. Wir haben viel Grün, wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang und wir haben Blümchen mit dabei. Gefällt mir richtig, richtig toll. Wir machen mal einen Klebecheck. Check, check. Ja, ist richtig schön sticky. So, und da wollte mein Handy nicht mehr, oder nee, nicht mein Handy, mein Mikro nicht mehr. Ist ausgegangen, aber ich habe zum Glück recht schnell gemerkt. Also, wir waren dabei. Leinwand ist super sticky, finde ich richtig gut. Und wir gucken uns jetzt mal die Steinchen an, damit ich euch mal zeigen kann, wie man denn hier überhaupt findet, welche Farbe zu welchen Steinchen gehört. Ihr habt gesehen, eine wirkliche Legende hat man nicht. Ne? Wir haben hier unsere Nummerierungen mit Buchstaben und einer Null. Also haben Zahlen und Buchstaben. Wir haben auch keine 9 dabei, dass man die 9 und die 6 nicht vertauscht. Finde ich sehr gut. Da wurde ein bisschen mitgedacht. ja, aber anhand diesen hier kann man ja ganz schlecht Sachen zuordnen, weil gerade so kleine Farbabstufungen wie hier. Ja, wie macht man das dann mit Legende? Ganz einfach, wenn wir unsere Steinchen einsortieren. Wir haben hier die 4 auf unseren Steinchen, die 5, die 6, die 1. Die 7, die 1 steht, glaube immer, für das Bild der aktuellen Serie, weil ich glaube, es gibt immer so ungefähr 4 Bilder bei Action und die sind dann mit 1 bis 4 nochmal in sich nummeriert. Das heißt, hier auf die 1 achten wir nicht, wir achten immer nur auf die erste Zahl und das ist unsere Zahl, die wir painten wollen. Damit ihr mal seht, wie das daherkommt. Wie gesagt, die Steinchen sind, wie wir das kennen, hier in so einem kleinen Tütchen verpackt. Ist hier in diesem Einwegtütchen. Ja, deswegen hier macht ein Kitting-Up natürlich Sinn. Wir haben keine Zipptütchen. Das heißt, entweder muss man sich in Zipptütchen umfüllen oder in ein Aufbewahrungssystem eurer Wahl. DMC-Nummern haben wir natürlich keine. Und wir haben runde Steinchen aus Acryl. Da zeige ich es euch nochmal. Aber mit den Action-Steinchen war ich bisher eigentlich immer sehr zufrieden. Wir haben hier ein dunkles Blau, ein bisschen Grautöne. Wir haben 310, also schwarz. Aber das gibt nicht ganz so viel. Und das ist eine ganze Menge an Farben, die wir hier haben. Das M haben wir zweimal. Genauso wie hier. Das L haben wir auch zweimal. Wie gesagt, wir haben ja viel Grün dabei. Das ist hier ein schönes Rot. Bisschen rosa für die Blümchen. Natürlich braun. Nochmal rosa, orange. Ja, das sind so Farben, die wir dann mit dem Sonnenuntergang finden. Dann, wie gesagt, viele Grüntöne. Nochmal braun. Dann so ein rosa, was ein bisschen ins Beige geht. So ein beige-braun, nochmal rot und orange-braun Töne, zwei Töne, die Richtung Taub gehen und ein etwas gedeckteres Weiß. Das könnte die 3864, glaube ich, sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ne? Was mich mal jetzt interessieren würde, wie viele Farben haben wir? Das zählen wir mal nach. Ach so, das kann man übrigens richtig gut auch auf der Verpackung sehen. Habe ich die Verpackung gar nicht richtig gezeigt. Na, die hat hier wieder diesen mega tollen Holo-Effekt. Allein die Verpackung, ganz ehrlich, wir haben einen stabilen Karton mit Holo-Effekt für 3,99 € mit einem Bild. 30x40, was auch wirklich 30x40 groß ist.
Wir sehen unser Bild, was ich richtig schön finde, gleich gepixelt. Das heißt, man kann auch sich nicht beschweren, dass das Bild pixelig ist, wenn man es macht, weil wenn man sich das richtig anschaut, dann sieht man, ja, dass das hier auch schon die gepixelte Variante ist. Also in dem Fall bitte Augen auf und wir zählen mal nach. 8, 16, 20, 28 Farben haben wir. Ja, dieser Holo-Effekt. Ich liebe es einfach total. Ich bin ja mega begeistert. Kennt man ein bisschen von mir, ne? Ein bisschen. Ein Mü. Ja, aber wie gesagt, mit den Actionbildern war ich schon immer sehr, sehr, sehr zufrieden. So, also die Steinchen, die kommen mal wieder da rein, wo sie hingehören, so wo sie herkommen. Ich finde immer dieses Zusammenpacken, da stelle ich mich immer an wie der letzte Mensch. Das ist so von der Länge her, das passt. Dann nehmen wir das so. So irgendwie. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ihr wollt euch da nicht angucken und wollt es dann wieder zurück in diese Tüte tun. Da stelle ich mich manchmal an. Einfach nur heftig. Mein Tablet ist schon wieder am explodieren. So, ja. Ich werde heute das Zusammenpacken der Steinchen nicht mit rausschneiden. Mit den ersten Bildern werde ich es wieder zurückpacken und wenn ich dann nur noch zwei, drei habe, dann mache ich das dann später. Aber ich kann jetzt nicht sieben auspacken und dann so liegen lassen, weil ich komme sonst wirklich durcheinander. Deswegen die ersten werde ich dann auch jetzt im Video direkt wieder so einpacken. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Mach mal einfach ein bisschen eine Quasselei draus. Aber ich versuche mich zu beeilen, dass das dann nicht zu lange dauert. Okay, das war Bildchen Nummer 1. Mikrofon. Oh, ich habe da was vergessen. Dann kann sich auch die Arbeit doppelt machen. Tut mir leid, ihr Lieben. Aber das machen wir jetzt einfach so. Wir nehmen das jetzt hier raus und rollen das jetzt hier so außen rum. Dann geht das genauso. So. Dann kommen wir zum nächsten. Auch ein sehr, sehr schönes Bild. Und zwar hier dieser Elefant. Und hier lesen wir schon mit Metallic Runestones. Kann man hier sehen, das sind so golden-metallische Steinchen mit verbaut. Hier im Hintergrund sieht man es auch ein bisschen. Ja, und ich bin immer gespannt drauf. Ja, sehr schönes Bild. Mag es auch, dass es mit Sonnenuntergang ist. Also ich liebe solche Bilder mit Sonnenuntergang. Natürlich auch hier unser Elefant, sehen wir, es ist ein bisschen pixelig, aber ich finde, wenn man gerade ein bisschen von Weitem guckt, sieht das trotzdem sehr, sehr schön aus. Also das Motiv hat mir auch sehr gut gefallen. In diesem Bild haben wir 8, 16, 20, 26 Farben. Eine davon mit Metallic. Packen es mal aus. Und da haben wir unseren Elefanto. Hier haben wir nochmal das Bild von unserer Legende. Auch hier wieder Zahlen und Buchstaben, so wie man das von dem anderen Bild auch schon kennen. Wir haben übrigens Zahlen und Buchstaben in groß sowie auch klein gedruckt. So, Toolkit hatte ich euch vorhin schon gezeigt. Redet man nicht viel drüber, legt man direkt zur Seite.
So, und das ist unser Elefant. Ich zeige euch den Druck. Sieht sehr, sehr schön aus. Also gefällt mir wirklich, wirklich gut. Nehme ich mal kurz runter. So, da ist der gute. Sagt euch, die Folie spiegelt es halt ziemlich. Aber ich finde das Bild echt schön. Druck sieht auch einwandfrei aus. Auch das Schwarz auf, das Weiß auf Schwarz sieht man sehr schön. Das ist nicht irgendwie ausgelaufen oder sonstiges. So, jetzt hat auch die Bootsfahrt ein Ende. Er kommt wieder aufs Stativ. Wir machen wieder unseren Klebecheck. Ja, also was soll ich sagen? Aber bisher hatte ich mit dem Flüssigkleber vom Action auch keine Probleme. Und hier sind unsere Steinchen. Ich hole die Steinchen mal raus. Wir gucken uns jetzt aber nicht alle Steinchen an, sondern nur die Sondersteinchen. Und das machen wir dann mit den restlichen Bildern genauso. Ne? Das heißt, wenn wir nochmal ein Bild haben, wo einfach bloß normale Steinchen sind, dann gucken wir da auch nicht genauer die Steinchen an. So, und hier haben wir metallische Steinchen. Und zwar ein ganzes Tütchen voll, sogar ziemlich gut gefüllt. Und das sind sie. Die schauen richtig, richtig gut aus. Und ja, voll schön. Also ich mag Metallic-Steinchen auch wirklich sehr gern. Immer mal so zwischendrin mit. Gut. Ja, ansonsten, das sind die restlichen Steinchen. Ihr seht so ein bisschen die Farbrange. Ziemliche dunkle Farben und halt viel noch mit Gelb, Orange, Rot und Rosa für den Hintergrund. Es ist halt ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Ich denke mal, das ist eher ein Sonnenuntergang. Und ja, finde ich ganz cool, ne? Aber wie gesagt, Elefanten, so afrikanische Motive mit Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sind einfach immer was Wunderschönes, finde ich. Ja, und der Elefanti, den finde ich echt, echt niedlich. Ich habe mittlerweile wirklich viele Actionbilder in meiner Sammlung. Ja, das weiß ich. Und auch hier glitzert die Leinwand. Das ist so schön. Ich habe jetzt so Lust auf Painten und das mache ich heute Abend auch. Ich setze mich dann jetzt dann auch hin und werde an meinem Geburtstagsbildchen von der lieben Annika painten. Und dann mache ich auch ein kleines Paint mit mir und werde ein bisschen quasseln, wie das so in letzter Zeit bei mir war. Sind ein bisschen weniger Videos gekommen. Ja, dann quassel nur ein bisschen und dann mache ich ein ganz normales Quassel-Video mit Painten und ja, diese wunderschönen bunten Euler. Da freue ich mich jetzt total drauf. Ich habe heute Morgen schon ein halbes Stündchen gepaintet. Also nicht ganz ein halbes Stündchen, aber ein bisschen. Ich musste telefonieren, da habe ich gedacht, auch während des Telefonates, Jule, da kannst du auch painten. So, kommen wir zum nächsten. Das ist hier dieser wunderschöne Schmetterling. Der hat mir so gut gefallen und ich hatte so gehofft, dass ich den auch bei mir im Action finde. Habe ich nicht. Habe ich leider nicht. Ich war so um meinen Geburtstag rum mit meiner Mama mal im Action bei uns. Da gab es ein bisschen was und ich glaube, ich habe auch was geholt, habe aber den noch gar nicht abgefilmt, weil ich auch gar nicht weiß, wo ich die Sachen hingetan habe. Da ist auch noch eine große Sache dabei. Wenn ich das Zeug finde, dann ja, mache ich dann verspäteten. Auch wenn dann das Osterdings da dann natürlich nicht mehr up to date ist, aber wenn ich es finde, dann machen wir uns den Spaß. Ja, und da gab es auch ein paar aus dieser Serie hier noch, aber genau das Bild, was ich haben wollte, und zwar diesen wunderschönen Schmetterling, den gab es nicht mehr. Und jetzt habe ich ihn. Weil der hat mir so wirklich richtig, richtig schön gefallen. Und hier seht ihr auch mit AB-coated Rhinestones, also mit AB-Steinchen. Ja, ich sage übrigens
AB-Steinchen und nicht AB-Steinchen. Meine, klar, wenn ich es jetzt so im Englischen vorlese, weil da natürlich englische Beschreibung ist, dann sage ich auch AB. Aber so sage ich AB-Steinchen, weil es im Deutschen genauso übersetzt heißt Aurora Borealis. Ja. Ich bin halt nicht so ganz der Denglisch-Mensch. Jo. Also, wir haben hier wieder unsere hohle Verpackung und schaut, wie schön das mit diesem Motiv ausschaut. Ich bin hin und weg. Wir haben 8, 16, 20, 23 Farben. So sieht unser Bildchen aus. Und oh, ich glaube, das muss ich dieses Jahr painten. Ich komme nicht drum rum. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Das ist einfach so ein Motiv, wo ich sage, boah, absolut meins. Es gibt auch Bilder, die ich mir nicht kaufe, weil sie mir einfach nicht so gefallen. So, und hier haben wir unser Bild. Aber schaut euch schon mal alleine die Farben an. Ach, dieses Bild hat einfach nach mir geschrien. Das ist einfach so. Und das ist unsere super, super schöne Leinwand. Mit dem Schmetterling auf sein Blümchen. Hier haben wir noch ein Gänseblümchen dann unten und ein bisschen Wiese. Ja, auch der Hintergrund. Die Farben sind einfach absolut. Ja, die schreien einfach nach Jule. Wir haben unser Toolkit, Standard-Toolkit. Freut sich der Kindergarten. Jetzt haben wir schon drei. Insgesamt werden wir dann sieben haben, wenn wir hier fertig sind. Ja, Video geht ja schon ein ganzes Stück. Und ja, wir sind gerade mal bei Bild 3. Aber gut, das wird jetzt von Bild zu Bild ein bisschen schneller gehen, je nachdem, wie viel ich quassel. Hier haben wir auch wieder unser Sheet, was mit dazu ist. Auch wieder mit den nächsten verschiedenen Sprachen. Ich kann euch nochmal zeigen, in welchen anderen Sprachen das auch noch mit drin steht. Na, also wirklich, glaubt, die komplette EU ist so gut wie abgedeckt. Finde ich ganz gut. Und ja, wir haben runde Steinchen und ich sehe hier schon AB-Steinchen in lila. Ja, wir gucken mal, ob das nur eine Farbe ist. Aber wenn, dann ist die Farbe echt viel mit AB, weil wir finden die AB-Steinchen in den Flügeln und hier auch in den lila Blüten wieder. Boah, nee, also da kriege ich jetzt so richtig Lust drauf. So, unsere Steinchen. Da haben wir sie. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Das sind so die normalen Steinchen. Aber wir sind auf der Suche nach den AB-Steinchen. Das ist blau ist noch mit dabei. Und natürlich grün. Und ganz viel lila. Und dann haben wir hier ein riesengroßes Tütchen. Schaut mal, das ist mega gefüllt mit ganz viel lila AB-Steinchen. Wenn das nicht mein Herz erfreut, dann weiß ich auch nicht. Und wir haben eine AB-Farbe und wir haben dann noch das Weiß in AB. Genau, das ist das T. Das heißt, hier unsere Blüte ist auch mit Weiß und hier die Streifen im Schmetterling sind weiß und das V. Gucken wir mal, wo das V alles vorkommt. Genau. Das V haben wir ganz viel hier mit und damit und auch hier in unsere Blüte. Ja, also dieses Bild machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ein Draußenbild für meinen Garten hier am Haus. So, wir knistern wieder. Ich versuche mich zu beeilen. Hoppala. Jetzt habe ich euch mit angeschuckt.
Okay. Also, da freue ich mich gerade tierisch drüber. Und gut zusammengerollt und ab in den Karton. Das waren jetzt die 30x40 Bilder. Und jetzt kommen vier von den 40x60 Bildern. Es gibt aktuell mehr. Ich glaube, es gibt insgesamt, glaube ich, acht. Auf jeden Fall gibt es noch mehr Motive. Es gibt zum Beispiel noch ein süßes Vögelchen, das will ich auch noch unbedingt. Das muss ich irgendwo herbekommen. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und ja, schauen wir einfach mal. Wir fangen mal an mit dieser süßen Miets. Und hier steht drauf, with shiny rhinestones. Das scheint so, als hätten wir hier normale Steinchen. Ich sehe jetzt hier keine AB-Steinchen. Wir haben immer hier so eine kleine größere Aufnahme. Was wir sehen, ist der schöne Holo-Effekt vom Karton, aber ich erkenne jetzt keine Sondersteinchen. Und das ist unser Motiv. Und ist die nicht schnuckelig? Also die ist echt, echt süß. Und auch hier haben wir wieder auf dem Karton kann man direkt sehen, wie viele Farben wir haben. 12, 24, 26 Farben. Und das ist einfach eine Miez in ganz viel Wollknäuel im Hintergrund, wenn ich das richtig erkenne. Und das ist echt knuffig. Das ist halt noch eine kleine Miez mit blauen Augen. So, machen wir auf. Und schau mal rein. So, wie gesagt, die großen haben 4,99 € gekostet. Und ganz ehrlich, ein Bild genau in 60 mal 40 in einem Karton ordentlich verpackt und allen drum und dran, finde ich sehr gut. Ne? Was ein bisschen schade ist, wir haben keine DMC-Nummern bei den Bildern dabei, aber ganz ehrlich, bei dem Preis juckt mich das nicht. Da ist mir einfach das, was rauskommt und ob mir das Spaß macht, ob es eine gute Qualität ist zum Pinken, viel, viel wichtiger. So, da ist unser Mount. Weiß gar nicht, kriege ich das jetzt hin, dass ich euch das Bild komplett zeigen kann. Da müsste ich auf jeden Fall aufstehen. So, dann Jule, erheb mal deinen faulen Hintern. Alla. Und ja, ich kann es noch nicht mehr so richtig gerade auf den Tisch legen. Aber so ein bisschen kann ich es euch vielleicht zeigen. Es wälzt sich. So, und da haben wir die Süße. Und ich finde, das kommt richtig toll raus, ne? Da haben wir die süßen kleinen Pfötchen. Ich liebe das ja. Ich liebe Katzenpfötchen. Und das kleine süße Gesicht. Sie guckt ein bisschen erschrocken, finde ich. Ja, aber auch der Hintergrund mit den schönen verschiedenen farbbunten Baumwollknollen finde ich einen richtig schönen, super süßen Kontrast. Unser Druck schaut sehr schön aus, finde ich. Können wir sehr zufrieden sein. Da ist auch nichts ausgeblutet. Also da muss ich wirklich sagen, von dem Druck bin ich sehr, sehr begeistert. Wirklich. So. Ja, und die Jule hockt wieder. Wir machen unseren Klebecheck. Seid ihr im Bild? Ja, ihr seid im Bild. Ganz wichtig. Müsst ihr auch was sehen. Super schön sticky. Wie gesagt, den Druck hatte ich euch gezeigt. Sagt hier die Größe des Bildes. Seht ihr auf jeden Fall größer als das andere. 40x60. Eine sehr, sehr schöne Größe und für den Preis einfach, finde ich, unschlagbar. Wir gucken mal, was wir hier noch haben. Eine größere Wurst an Steinchen. Und da seht ihr, da sind viele gedeckte Farben mit dabei von der Miez, aber auch Rot und Grün und Blau für den Hintergrund. Das sind jetzt keine knalligen Farben, aber alles gut. Sondersteinchen erkenne ich hier nicht. Das heißt, in dem Fall packen wir mal hier die Steinchen nicht aus,
Ja, ne? Ich glaube, da haben wir mit Shape Runestones. Ja, das sind Sondersteinchen. Da haben wir Metallicsteinchen und da haben wir Neonsteinchen. Das heißt, bei drei Bildern machen wir noch das mit dem Geknister. Aber bei dem, da haben wir normale Steinchen. Da lassen wir das mal. Ja, und ich finde es einfach nur cool. Also, ganz ehrlich, wenn wir kein schönes Hobby haben mit dem Diamond Painting, dann weiß ich auch nicht. Unser Vorschaubild ist hier ein bisschen kleiner. Dann haben wir hier die Meats. Und nochmal die Steinchen. Finde ich ein bisschen schade, dass es hier kleiner ist. Weil wenn ich das Bild painten würde, habe ich nur ein kleines Bild für mein Journal. Aber das ist nicht schlimm. Ganz ehrlich, das ist jetzt meckern auf ganz hohem Niveau. Obwohl, das ist nicht meckern, das ist halt einfach nur eine Feststellung. Ja, auch hier wieder in verschiedenen Sprachen. Jeden Fall echt cool. Ich bin zufrieden. Toolkit legen wir direkt mit zur Seite. Jetzt schon das vierte. Mal gucken, dass es nicht irgendwo runterfällt. Ich werfe es einfach mal aufs Sofa. Dann vergesse ich es dann auch nicht wirklich wegzuräumen, weil dann kann ich es gleich an Ort und Stelle räumen, da wo ich die Sachen sammle. Ja, und da ist unser Mounts. Unser kleines. Und auch wieder hier die Benummerung. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr toll. So, ich wickel es mal wieder direkt ein. So, dass wir zum nächsten überspringen können. So, welcher Karton war das? Das war hier der Karton. Das schönste Bild für mich, der V, den hebe ich für ganz zum Schluss auf. Von den großen. Also das schönste Bild von den kleinen ist für mich der Schmetterling, gefolgt von dem Haus im Grün und dann der Elefant. Ja, und von den großen ist es eindeutig der V. Wir gucken uns jetzt, wo wir schon noch mal kurz den Elefanten im Mund hatten. Oh, nicht im Mund. Das Wort Elefant im Mund hatten, gucken wir uns passend dazu ein Zebra an. Und zwar so ein neonbuntes Zebra mit Neon-Runestones. Ah, ja, hier nochmal. Finde ich, sieht sehr, sehr süß aus, sehr gelungen. Schöne Farbumsetzung. Und hier haben wir 12, 18, 23 Farben. Ich weiß, ob ich es richtig gezählt habe. Auch natürlich wieder in unserer Holo-Packung. Und Leute, ich liebe es, dass es jetzt einfach ja, wieder länger hell ist. Sonst würde ich jetzt schon wieder im Dunkeln sitzen. Aber nein, ich kann jetzt um die Zeit schon wieder Videos noch drehen. Finde ich einfach sehr, sehr gut. Ich hätte heute früh auch gleich drehen können, aber irgendwie, ja. Das ist ein anderes Thema, ne? So, und jetzt muss ich mal hier gucken. Oh, hier hat sich irgendwas verklebt. Ah, okay. Hier ist die Folie ein bisschen kürzer als der Klebeband, der übersteht. Deswegen hat das hier sich gerade so noch ein bisschen zusammen. Das ist ganz komisch eingedreht. Schaut mal, immer so zur Hälfte. Aber das ist nicht schlimm. Drück mal auf hin. Mach mal einmal so. Flop. Und da sind unsere Sachen. Okay. Bild lege ich wieder gerade hin. Gucken wir mal, ob wir es irgendwie ein bisschen gerade bekommen. Ich würde es ja euch schon sehr, sehr gerne richtig zeigen. Und irgendwie alle Bilder, die wir heute haben, die sind hochkant. Super. Im Querformat hätte ich es euch besser zeigen können. Aber ich. Wir meckern heute nicht. Ich freue mich einfach über diese wunderschönen Bilder. Und hier haben wir unser wunderschönes buntes Zebra. Und da muss ich sagen, von dem bin ich auch sehr begeistert. Gefällt
Gefällt mir richtig gut. Einfach schöne Farben. Ich finde, solche Farben machen Spaß. Es ist ein schönes Bild mit schön viel Kontrast. Natürlich auch wieder einen super tollen Druck. Und da seht ihr hier auch verschiedene Farben. Egal welche Farbe wir nehmen, der Druck ist einfach bombastisch gut. Also kann man richtig toll erkennen. Sowohl mit als auch ohne Lightpad. Das kann ich euch schon mal versprechen. Aus Erfahrung. Wir machen noch den Klebecheck. Ja, super. Ja, ihr seht, klebt wunderbar. So, Bildchen, leg dich hin und bleib schön. Ja. Wirklich gerade möchte es nicht liegen bleiben, aber ist nicht schlimm, wird ja eh gleich wieder eingerollt. So, auch hier wieder mit Legende und einem kleinen Bildchen dazu. Ich finde, es kommt sehr gut raus. Mit unseren Steinchen. Und hier sind unsere Steinchen. Und schaut mal, ja, mit Neonsteinchen. Und dann seht ihr auch gleich, was gemeint ist. Und zwar hier diese wunderschönen gelben Steinchen. Also, wenn das nicht eine Hammer-Neonfarbe ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, die anderen Steinchen sind so relativ normale Farben. Aber da haben wir hier schön viele bunte Farben mit dabei. Natürlich auch sehr viel Schwarz. Da haben wir einige Tütchen. Ne, sehen wir hier schon. Und auch, glaube, Braun. Ich glaube, das sind, nee, das sind, glaube ich, auch nochmal schwarze Steinchen. Und Dunkelblau. Also die 939 ist auch mit dabei. Ja, also wirklich knallige Farben. Mit Dunkel richtig schön im Kontrast. Ich finde solche Bilder sehr schön, sehr interessant. Ja, und ich finde das eine richtig tolle Artwork. Gefällt mir sehr gut. Toolkit kommt mit zu den anderen. So, und Timmy liegt wieder in seinem Katzenkörbchen. Sehr schön. Also, ja, Timmy werdet ihr heute wahrscheinlich nicht mehr hier auf dem Tisch sehen. Für mich ist das ganz gut. Ja. Und ich finde es auch ein bisschen schade, wenn ich Timmy dann hier vom Tisch wieder runtersetzen muss. Aber, ne, geht halt manchmal nicht anders. So, das war unser Zebra. Als nächstes haben wir dann ein Blumenmotiv. Wartet kurz. Nochmal einrollen. Ich roll das jetzt mal ganz normal ein. Ja. Und ab in den passenden Karton, dass es direkt wieder aufräumt. Und so. Dann kommen wir jetzt hier zu diesem schönen Blumenmotiv. Eine Blumenvase. Schön. Blümchen. Und hier haben wir Metallicsteinchen mit dabei. In anscheinend Silber. Was wir in den Blüten sehen. Ein bisschen hier sehe ich da was in der Vase. Bin ich mal gespannt. Wir gucken mal rein. Achso, wir gucken natürlich auch noch ganz kurz, wie viele Farben wir haben. Und zwar 12, 24, 26 Farben. Und ich finde es auch irgendwie, schaut mal, die Farbe vom Karton passend irgendwie zum Bild. Ja, also das ist sehr schön. Das ist so ein Altrosa. Natürlich wieder Mülltonu-Effekt. Ja. So. Vorhin war noch ein kleines bisschen Sonne da. Jetzt ist die natürlich untergegangen. So, so und so. Und das holen wir mal raus. Karton kommt zur Seite. Das Wichtigste haben wir uns angeschaut. Und hier ist unser Bildchen. Auch das ist so komisch eingerollt. Wir holen mal alles raus, was wir brauchen. Und ich zeige euch das Motiv, indem ich wieder aufstehe. Aber die ganze Zeit im Stehen zu drehen, ist jetzt nicht ganz so meins. Einfach auch, weil die Höhe von dem Tisch halt einfach zum Sitzen geeignet ist und nicht zum Stehen.
So, und das ist unser Blümchenbild. Ist jetzt nicht ganz so mein Motiv, aber mir gefällt es trotzdem sehr gut. Aber ich glaube, das ist so ein Motiv, das dann gerne mal weiterziehen darf. So. Ich zeige euch natürlich auch hier den Druck. Und hier sieht man auch das glitzernde Leinwand noch ein bisschen mit dazu. Hier der schwarze Druck schön zu erkennen. Also, mir gefällt es richtig, richtig gut. Richtig gut, sticky. Wie bei den anderen Bildern auch. Also einfach top. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Super. Ja. Aber irgendwie hat das Bild auch mal was, ne? Es wäre halt mal was anderes, wenn ich es painten würde. Boah, aber ich habe so viele schöne Actionbilder, die ich noch painten würde. Ich habe, glaube, letztes Jahr habe ich nur eins gepaintet. Das muss dieses Jahr mal wieder ein bisschen aufholen. Aber ich muss sagen, dieses Jahr habe ich eh noch nicht viel gepaintet. Ich hoffe, das wird jetzt dann im Laufe des Jahres besser. Und da bin ich, ich glaube, ganz doll davon überzeugt. So. Und hoppala. Hier haben wir wieder unser Bild. Und unsere Legende. Auch bei den 40x60 Bildern ist keine Legende auf der Leinwand drauf, genauso wie bei den 30x40. Aber auch hier ist die Paintingfläche genau die, die an, auf dem Karton angegeben ist, ne? Also 40x60 ist nicht die Leinwandgröße, sondern das ist unsere Paintingfläche. Ja, auch hier wieder in unseren verschiedenen Farben. Wir legen das zur Seite. Und was ich, ja, ich glaube, das hatte ich auch schon mal in einem Video erzählt, was ich bei der Verpackung auch sehr schön finde. Die Beipackzettel haben immer noch so einen bunten Rahmen ringsrum und die passen immer perfekt zum Karton. Ja, auch wieder was für so Menschen, die halt einfach wie ich, ja, die es einfach stimmig mögen und oder stimmig, stimmig, stimmig mögen. Ja. Ne? Also es hat halt einfach so einen gewissen Verpackungsanreiz. Das ist halt auch noch mal schön. Wie gesagt, das muss nicht sein, aber wenn es dann einfach ist, Leute, dann muss ich wirklich sagen, dann bin ich mega happy, denn es gibt mir einfach so ein schönes Gefühl. Dann macht das Auspacken richtig Spaß. Toolkit kommt mit zu den anderen und hopp. Und hier sind unsere Steinchen. Und schaut mal, das sind unsere Metallsteinchen. Die gucken wir uns jetzt mal an. Schau mal, wir haben nur, ja, wir haben nur die eine Farbe Metallic, aber das reicht komplett aus. Probiere das jetzt ein bisschen wie bei dem anderen Bild, dass ich nicht komplett alles auseinandernehmen muss. Genau. Das hier sind unsere silbernen Metallic-Steinchen. Das ist auch ein ganzes Tütchen voll. Das ist die 0 und das ist proper gefüllt. Das heißt, wir haben in dem Bild ganz schön viele silberne Steinchen drin. Ich kann mir das jetzt noch gar nicht so wirklich vorstellen, wie das wirkt mit den silbernen Steinchen. Muss ich ganz ehrlich sein, ja, weil die halt auch mitten in den Blümchen mit drin sind. Aber das sieht so ein bisschen nach Pfingstrosen aus und boah, ihr wisst, ich liebe Pfingstrosen. Könnte mir gefallen. Könnte mir gefallen. Würde mir richtig gut gefallen. So, und wieder rein damit. Also, wie gesagt, hier nochmal diese wunderschönen Steinchen. Und das ist halt einfach das, was ich bei Action so schön finde. Wir haben hier ein Bild für 5 Euro. Und da ist halt einfach mal so ein riesengroßes Tütchen an Sondersteinchen mit drinnen. Jedes Bild ist für sich ein bisschen einzigartig, hat auch immer mal verschiedene Sondersteinchen.
Beim nächsten Bild werdet ihr auch wieder ganz andere Sondersteinchen sehen. Und das gefällt mir halt. Ja, für die Tatsache, dass man da halt einfach in den Laden geht vor Ort, der eigentlich mittlerweile sehr gut in Deutschland flächendeckend zu finden ist. Nicht in allen Regionen, aber schon relativ gut und auch teilweise in Österreich sogar mit zu finden ist. Deswegen muss ich sagen, muss ich, wenn man mich fragt, und ich dürfte eine Antwort geben, wo finde ich im Laden vor Ort gute Diamond Paintings, würde ich wirklich direkt zu Action tendieren. Teddy hat auch tolle Sachen, absolut, aber gerade so volle Paintings, eindeutig Action. Vor allem, weil es halt auch schön direkt noch in so einem Karton verpackt ist. Das heißt, man kann es halt auch wieder schön wegpacken. Ja, einfach toll. Wenn ich hier so das Grün sehe, boah Leute, ich mag so Grün. Aktuell so und so, wenn ich rausgucke, oh Leute, ich muss Rasen mähen. Hoppala. Ja, das wird Zeit. Ja, wo jetzt sagt Grün. Hätte ich heute machen können, aber ich glaube, der Rasen ist trotzdem noch ein bisschen zu nass. Ja, und ja, heute früh ging es einfach nicht. Heute früh ging es einfach nicht. So, wird wieder schön zusammengerollt. Und jetzt kommt das letzte Bild. Das für mich schönste Bild aus der ganzen Serie. Und zwar hat das einen V auf sich und ist einfach wunderschön bunt. Da haben wir es. Ich wollte schon direkt aufmachen, aber auch hier gucken wir uns erstmal kurz den Karton an. Auch wieder hier mit unserem Holo-Effekt. Ja, er kommt ein bisschen raus. Und schaut euch die Farben an. Einfach richtig toll. Ja, also da muss ich sagen, auch alleine die Farbe von dem Karton. Das springt mich einfach komplett alles an. Wir haben hier 12, 24, 25 normale Steinchen und zwei Sonderformen. Also insgesamt 27 Steinchen, Farben und Arten. Gefällt mir richtig gut und ich bin mal gespannt. Wir schauen rein. Wie gesagt, alleine das Motiv, die Farben und dass wir nochmal wirklich Special Steinchen mit dabei haben. Ja, macht dieses Bild für mich nochmal ganz special. So, machen wir mal auf. Und holen es raus. Karton lasse ich mal hier an der Seite liegen. Das ist schon alleine, wenn ich das jetzt nur sehe. Ja, von den Farben her finde ich das toll. Druck schaut sehr gut aus, weil ich sagen muss, das F ist ein bisschen verwaschen. Genauso hier wie das G. Ja, also hier an der Stelle finde ich das G auch nicht so wirklich gut erkennbar. Ja, sowas gibt es. Auch hier die 3 vom Schwarz ist diesmal nicht ganz so toll gedruckt. Ja, ihr seht, ich gebe euch einfach den komplett realistischen Eindruck. Und wenn mal was nicht gut ist, dann sage ich das auch, ne? Das ist, aber ich muss sagen, ich erkenne es noch für mich. Aber wenn ich jetzt nicht wüsste, ob das jetzt ein G oder ein C ist, dann könnte ich hier wirklich Probleme kriegen. Das ist richtig scharf. Aber ich glaube, ihr erkennt es, dass das jetzt hier nicht so gut zu erkennen ist. Und durch die Kamera sieht es eben meistens immer noch mal ein Stück besser aus. Ja, auch hier das K. Man erkennt es als K, aber ist jetzt nicht wirklich scharf gedruckt. Hier unten ist es ein bisschen schärfer, aber hier gibt es einige. Ne? Das ist. Und hier im Kamm vom V sehen wir schon, da werden so runde Steinchen gesetzt. Ich freue mir, ich freue mir. Aber im Großteil kann man den Druck sehr gut erkennen. Ja, und unten sieht es auch schon ein bisschen besser aus. Nicht komplett, aber ein bisschen.
Unser V. Also das Bild ist wirklich ein schönes Prachtstück, finde ich. Ich zeige es euch natürlich jetzt nochmal im Ganzen. Das muss jetzt sein. Das muss jetzt sein. Das muss. So, und da haben wir unseren V. Sehr schöner Hintergrund, blumig, farbig. Wunderschön. Sein Kopf kann man schön erkennen. Wie gesagt, wir haben hier Sondersteinchen. Hier ist ein schöner langer blauer Hals, sein ganzer Körper. Hier fangen die Flügel an. Und hier das Frauengefieder mit den Special-Steinchen, die wir dann haben werden. Wunderschön. Ja, wie gesagt, nur das, was halt ein bisschen dunkler ist, mit Weiß drauf gedruckt. Da ist hier jetzt mindestens bei meinem Bild, ja, der Kontrast nicht ganz so gut. Das heißt aber nicht, dass es bei jedem Bild aus dieser Charge so ist. Kann auch sein, dass ich einfach ein Montagsprodukt habe. Genau, aber ich muss sagen, ich erkenne es noch. So. Okay. Wollen wir mal einen Klebecheck machen, oder? Machen wir das mal an der Stelle, wo wir unseren schönen V noch mitsehen. Klebt. Klebt gut. Was soll ich sagen? Ich habe nichts anderes erwartet. So. Legen wir mal den schönen ein bisschen hier hin und gucken uns nochmal den Rest mit an. Toolkit auf den Haufen von Kindergarten. So. Und unser Beipackzettel, hier auch wieder mit einem wunderschönen blau-türkisen Rand, passend zur Verpackung. Leute, was soll ich sagen? Und hier ist unser Mockup, sozusagen unser Vorschaubild, und das auch wieder gepaintet. Na, mit unseren Steinchen. Okay. So, ich musste mir jetzt erstmal ein Päuschen gönnen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Wir wollen uns die Steinchen natürlich zu diesem wunderschönen Bild anschauen. Und das heißt, wir machen wieder Lärm und Geraschel. Haben wir heute ja ganz schön viel. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, aber ich weiß ja, einige stört's gar nicht. Andere stört's ziemlich viel, wenn es so viel raschelt. Ja, muss man jetzt durch. So, also da haben wir hier einmal unsere Sondersteinchen und schaut euch mal die an. Die sind so wunderschön. Das sind Halbperlen in hellblau mit AB-Überzug. So schön. Das sind die Steinchen, die auf dem Kopf vom V sind. Und das sind die Steinchen, die im Faunkleid, also in den Faunfedern zu finden sind. Also wirklich ganz schön viele Special-Steinchen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und die anderen Farben, die wir hier haben, sind ganz normale. Steinchen. Sehen wir weiß und boah, schaut euch diese Farbe an. Wenn das nicht mal ein richtig tolles Petrolgrün ist, dann weiß ich auch nicht. Boah, so schön. Auch hier das Blau. Also in dem Bild haben wir echt wunderschöne Farben. Wir haben auch Schwarz und ganz schön viel 939. Das erkenne ich direkt, aber auch hier, wie gesagt, schönes Gelb. So ein wunderschönes, ja, Magenta, noch schöne grüne, Blau- und Grüntöne, aber auch Orange und tolle Rosatöne. Also, ja, ein wirklich wunderschönes Bild ist das auch. Spricht mich auch wirklich sehr an, muss ich sagen. Ich finde es
Toll. Ja, also, dann waren das heute echt 7 Actionbilder, die ich euch gezeigt habe. Wie gesagt, ein paar gibt es noch, die mir sehr gefallen. Mal schauen, ob ich an die rankomme. Was ich übrigens auch vor kurzem bemerkt habe, dass es keine Lightpads mehr beim Action gibt. Ich hoffe, die kommen bald wieder rein. Ich wollte mir noch mal ein kleines Lightpad holen. Einfach als Ersatz. Ja, jetzt heißt es erstmal hier wieder das Zeug weglegen. So, ja, und warum will ich einfach noch ein kleines als Ersatz haben, weil mein DIN A4 Lightpad einfach ja jetzt nicht so das ganz zuverlässigste ist. Das geht noch und ich nutze es auch sehr gern, aber ich habe halt Angst, dass es irgendwann mal den Geist aufgibt und ich will halt einfach Ersatz haben, falls ich ja, falls meins mal nicht geht. Und für gerade kleinere Bilder möchte ich nicht das DIN A3 nehmen, weil das ist mir dann zu hell, wenn dann einfach das Lightpad leuchtet und da liegt nichts drüber. Klar, ich könnte noch selber was drüber legen, aber das wäre mir ehrlich gesagt dann zu viel. So, also ich würde sagen, wir packen diesen wunderschönen V mal wieder zur Seite, aber der ist so hübsch. Es gibt, wie gesagt, noch ein Vögelchen. Das hätte ich so, so gern. Da muss ich wirklich mal gucken, dass ich das bald mal auch finde. So. Und so. Und einrollen. Dann ist nämlich alles schon wieder schön verstaut. Dann kann ich das nämlich alles direkt ordentlich wegräumen. Weil sonst habe ich hier wieder ein Chaos um mich rum. Und dann muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich das aktuell vermeide. Weil bei mir ist gerade alles ein bisschen chaotisch und zu viel Chaos ist für mich irgendwie gerade so ein Overflow. Ja, kann ich gerade nicht so gebrauchen. Ja, ihr Lieben. Das war der Action Haul. Ich danke der lieben Annika ganz, ganz herzlich, dass sie für mich shoppen war, dass sie mir die Sachen geschickt hat. Ich weiß, das ist nochmal eine extra Arbeit. Mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Und ich werde mich jetzt auch hinsetzen und werde noch ein Paint mit mir drehen, weil da habe ich so Lust drauf, einfach ein bisschen mit euch zu quasseln. Habt ihr jetzt vielleicht auch ein bisschen gemerkt, ich bin irgendwie in Quassellaune. Und ja, deswegen wird jetzt gemütlich noch gepaintet. Allerdings seht ihr das in einem anderen Video. Gut, ihr Lieben, danke fürs Dabeisein und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ja, falls ich die anderen Bilder bekomme, gibt es dann nochmal einen kleinen Action-Haul. Aber ich glaube, der wird dann weniger, weil, wie gesagt, das waren jetzt 7 Bilder, das waren schon ganz schön viel. Ich habe erst überlegt, mache ich das in 2 Videos oder mache ich das in einem? Ich habe es jetzt in einem gemacht und ja, denke mal, wenn ich die anderen Bilder noch bekomme oder mindestens das mit dem Vögelchen, dann gibt es noch einen zweiten Action-Haul. Bis dahin, ihr Lieben, ciao, ciao und bis bald.